Heute geht es ihm wieder gut. Aber in den vergangenen 2 Jahren bestimmte ein Rechtsstreit den Alltag von Thierry Porteau, einer, dem er sich nicht gewachsen fühlte. So ein Prozess gegen den Front National über Jahre ist schon sehr belastend. Ich hatte eine Depression. Wir sind einfache Menschen und können mit so etwas nicht umgehen. Wir haben uns sogar fast scheiden lassen wegen des ganzen Drucks. Thierry Porteau hat sich mit einem mächtigen Gegner angelegt, der rechtsextremen Partei Frankreichs, dem Front National. Begeistert stieg er dort ein, hoffte auf eine neue politische Heimat. Vor allem Marine Le Pen, die Frontfrau der Partei und Tochter des Gründers Jean-Marie Le Pen, beeindruckte das Ehepaar Porteau. Sie hatten den Eindruck, Marine würde dem Front National eine neue Richtung geben, weg vom rechtsradikalen Kurs ihres Vaters. Denn sie verkaufte die sogenannte Entteufelung erfolgreich als ihr Markenzeichen. Ich weiß, das bringt so manch einen zum Lachen. Aber Marine Le Pen hat mich immer an mein Idol Nelson Mandela erinnert. In ihren Reden sagt sie, dass sie alle Franzosen vereinen will, ganz gleich aus welcher Schicht sie kommen. Und ich finde eben, dass unsere Gesellschaft sehr gespalten ist. Und genau das stört mich. Thierry und seine Frau Nadja treten in die Partei ein. Und nicht nur das, beide lassen sich sogar in ihrem Dorf Saint-Albin bei Toulouse als Kandidaten für den Front National aufstellen. Mitgerissen vom neuen Kurs distanzieren sie sich auch in ihrer Parteiarbeit schnell von Jean-Marie Le Pen. Der war mehrfach wegen Verleugnung des Holocausts verurteilt worden. Fragwürdige Berühmtheit erlangt der rechtsradikale Le Pen mit der Behauptung, die Gaskammern in den Konzentrationslagern der Nazis seien ein Detail der Geschichte gewesen. Nach 1,5 Jahren in der Partei stellen die Porteaus fest, dass Vater und Tochter aber inhaltlich gar nicht so weit auseinanderliegen. Das wiederhole ich jetzt seit 30 Jahren und ich bin immer sehr deutlich, was das Thema angeht. Die Gaskammern sind kein Detail der Geschichte, sie sind ein Symbol der Geschichte. Eine deutlichere Abkehr vom Vater wage Marine Le Pen nicht, sagt die Politologin Nonna Maillère. Taktik, um die Parteirechte nicht zu verprellen. Marine Le Pen war immer Jean-Maries Lieblingstochter. Er hat ihr geholfen, dahin zu kommen, wo sie heute ist. Und zwar gegen die Alteingesessenen der Partei. Die waren nämlich damals gegen Marine, weil sie fanden, dass sie zu linkspolitisch war und nicht wirklich die nationale Rechte vertrat, für die die Partei steht. Den Hass der Rechtsnationalen bekommen auch die Porteaus schneller zu spüren, als ihnen lieb ist. Beim Kommunalwahlkampf vor 2 Jahren. Eines Tages hat einer der lokalen Parteichefs zu mir gesagt, wenn der Front National einmal an der Macht ist, stellen wir eine Guillotine auf in Toulouse. Und dann rechnen wir ab mit allen Arabern und Homosexuellen und unseren politischen Gegnern von den anderen Parteien, den Sozialisten und der UMP. Das hat mich wirklich schockiert. Der schlimmste Moment war für mich, als man mir gesagt hat, dass meine Kinder und ich auf jeden Fall im Ofen landen würden. Und zwar, weil meine Familie aus Algerien kommt. Das war zu viel für die Porteaus. Sie treten aus der Partei aus und wenden sich an die Öffentlichkeit. Einen Maulkorb wollen sie sich vom Front National nicht verpassen lassen. Dafür ziehen sie sogar vor Gericht. Dennoch müssen sie federn lassen, aus ihrem Haus ausziehen. Die Drohungen und Belästigungen fanatischer Parteimitglieder nahmen ein zu großes Ausmaß an. Aber es gibt noch viel mehr Unzufriedene im Front National, Enttäuschte vom angeblich neuen Kurs unter Marine Le Pen. Sie haben erlebt, dass auch diese an der Europa-, Islam- und Judenfeindlichkeit festhält, mit anderen Worten. Die Einblicke und Analysen der Enttäuschten sind gefährlich für die Partei. Der Vater steht ihr im Weg und hält sie davon ab, Präsidentin zu werden. Sie muss etwas gegen ihn tun. Entweder er passt sich ihr an oder sie macht ihn fertig. Aber er will selbst am Steuer sein. Für mich haben Vater und Tochter immer noch die gleichen Werte. Der Front National ist und bleibt eine rechtsextreme Partei. Schließlich kannte Marine die Partei genau, bevor sie ihr beitrat. Daran ändere auch der Parteirauswurf des Vaters nichts, glauben die Porteaus und amüsieren sich über den Streit.
Ich habe das Gefühl, dass er es einfach nicht haben kann, dass der Front National weiter existiert, ohne dass er der Chef ist. Ich weiß, dass es Leute gibt, die mich begraben wollen, aber dem Leichnam geht es noch ganz gut. Die Familienschlammschlacht der Le Pens und der vorläufige Parteirauswurf des Vaters, für politische Experten sind sie reines Kalkül. Es gibt einen Streit, weil zwei wichtige Termine anstehen, und zwar die Regionalwahlen später dieses Jahr und bald die Präsidentschaftswahlen. Marine will einfach nicht, dass der Vater das glatte Bild der Partei zerstört. Sie will sich emanzipieren. Und das macht den Vater wahnsinnig. Das Monster, das er kreiert hat, entzieht sich seiner Kontrolle. Thierry Porto hat den Rechtsstreit gegen den Front National inzwischen gewonnen. Er darf über seine Parteierlebnisse offen sprechen. Dass nun der Streit der Le Pens der Partei schadet, verschafft ihm eine gewisse Genugtuung. Aber vom Abenteuer Politik sind er und seine Frau vorläufig geheilt.